Verderblich. Verderblich ist das, was nicht lange haltbar ist. Lebensmittel zum Beispiel können schnell verderblich sein. Verderblich ist aber auch das, was schädlich und negativ ist. Zum Beispiel kann man klagen über den verderblichen Einfluss von Glücksspiel oder den verderblichen Einfluss der Medien oder den verderblichen Einfluss von anderen, Klassenkameraden der Kinder. Tatsächlich haben Menschen einen Einfluss auf einen. Und wenn du spirituell wachsen willst, ist es auch wichtig, dass du dich öfters mit anderen spirituellen Menschen umgibst. Aber anstatt dich über den verderblichen Einfluss von anderen zu beschweren, liegt es an dir, die Kommunikation so zu gestalten, dass sie für alle inspirierend ist. Du musst nicht passiv das erdulden, worüber der andere spricht. Du kannst schauen, wie kannst du Konversationen so lenken, dass du das Gute im anderen erfährst, spürst und dich von jedem Menschen inspirieren lässt.